Grüezi miteinander. Mich hättet ihr jetzt wahrscheinlich nicht erwartet. Tja, unser feiner Ben ist sich halt ein bisschen zu fein zum Werbung machen. Darum werde ich jetzt als kleiner Werbeblock vors Video geschnitten. Es geht auch gleich los. Worum geht's? Wir haben eine Homepage, die heißt www.einmannimwald. Wir blenden es unten kurz ein. Darauf findet ihr viele tolle Sachen, nämlich vor allem Führungen. Weil die YouTube-Videos sind ja auf YouTube, darum heißen sie YouTube-Videos. Okay, zurück zu den Führungen. Ben macht ja in unregelmäßigen Abständen öffentliche Führungen. Dazu findet man auch laufend die neuen Termine auf der Homepage. Was aber zurzeit mit Corona und zweiter Welle und so weiter nicht mehr wirklich geht. Sind wir mal ehrlich. Das zweite, was Ben anbietet, beziehungsweise wir als Familienunternehmen, sind individuelle Führungen. Das heißt für einen alleine, für zu zweit, mit Partner oder mit der eigenen Familie gibt es Führungen im eigenen Wald oder im Wunschwald bei euch zu Hause. Und das geht auch noch mit den zurzeit aktuellen Corona-Beschränkungen. Also wenn ihr Lust habt auf eine Führung mit Ben im Wald oder jemand wisst, der bald Geburtstag hat oder Weihnachten steht vor der Tür, soll ja auch alle Jahre wiederkommen. Schaut doch mal auf der Homepage vorbei, vielleicht wäre das ja was für euch. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Bens Video, was ihr eigentlich gucken wolltet. Macht's gut, tschüss! Also, hier haben wir gerade unsere Mahlzeit eingenommen. Ach so, und hallo und herzlich willkommen im Wald. Zweiter Teil vom Eichelberg. Und diesmal, anders als beim ersten Teil, wo wir im Prinzip nur gegessen haben, so gehört sich das aber auch. Erst essen, dann spazieren gehen. geht es hier jetzt darum, was es hier denn noch so Waldtechnisches zu sehen gibt. Also so ein kleiner spontaner Waldbegang. Ich weiß auch noch nicht so genau, was ich da jetzt hier Spannendes oder auch nicht so Spannendes finden werde. Ne? Aber zunächst mal ist es kein Zufall, dass ein Brennnesselfeld direkt hier vor der Grillhütte zu finden ist. Nämlich Brennnessel ist ein Stickstoffzeiger und braucht besonders hohe Stickstoffgehalte im Boden. Und aus irgendwelchen Gründen scheint es besonders viel Stickstoff in unmittelbarer Umgebung dieser Hütte zu geben. Wie kann das nur dazu kommen? Also gehen wir mal vom guten Fall aus. Der gute Fall ist, dass hier diverse Leute, die in der Hütte gesessen sind, ihren Wurstzipfel hinter sich geworfen haben und dann ist hier entsprechend der Wurstzipfel verrottet und das Resultat ist dieses Brennnesseldickicht oder man hat Spülwasser dahin gekippt oder mal ein Brötchen liegen lassen oder sonst irgendwie sowas in dem Stil. Meistens allerdings im nicht so guten Fall ist der Grund für solche Brennnesseldickichte, gerade wenn die am Wegesrand zu finden sind, in meistens tierischen Ausscheidungen zu sehen. Und in diesem Fall wird der Hund sicherlich auch mal gewesen sein, aber halt auch wir. Ne? Also der Boden hier extrem gut gedüngt. So, Frau weist darauf hin, dass das hier doch ein schöner Blick sei und tatsächlich hat sie recht und man kann hier auch das eine oder andere ganz nette erkennen. Und zwar die beiden Stämme hier im Vordergrund, die sind sogar halbwegs sichtbar, das ist toll, also ich mag diese Kamera. Egal, jedenfalls die Stämme hier im Vordergrund sind Lärchen. Woher weiß ich das? Naja, weil das Ding da hinten, der Nadelbaum, der da schon so eine leicht gelbliche Verfärbung aufweist, der kann auch deutlich goldener werden, wenn er dann will, auch eben entsprechend Lärche ist. Und wenn wir hier ein bisschen hochgehen, die beiden rechts, das sind natürlich auch Lärchen. Ne? Also Herbstverfärbung ist schon im Einsatz, aber die sind erstaunlich spät dran dieses Jahr. Wir haben den 4. November, kann das sein? Ja. Das heißt, es ist also wirklich bemerkenswert, wie bunt das hier eigentlich noch ist. Andere Regionen Deutschlands, da sieht es doch ganz anders aus. Und dieser Berg hier, an dem wir uns jetzt befinden, wir sind ja noch nicht auf dem Gipfel, der scheint mir eine hervorragende Wasserversorgung zu haben für Verhältnisse eines Berges. Weil es ist wirklich bemerkenswert, dass hier noch kein früher Herbst stattgefunden hat. In Gesamtdeutschland
muss man sagen, wenn es im Oktober Herbst wird, dann ist das noch halbwegs normal. Aber dass es mal erst im November Herbst wird, ist für Gesamtdeutschland dann doch eher ein später Herbstbeginn, was für eine gute Wasserverfügbarkeit das ganze Jahr über spricht. Das heißt, die Bäume hatten hier genügend Wasser, dass sie nicht frühzeitig in den Herbst müssen, also zwangsherbstifizieren sozusagen. Das ist kein Fachbegriff. Aber ja, also das ist wirklich eine schöne Sache. Ja? Also ihr seht hier nochmal, wie gesagt, die Lärche, die hat eine deutlich längere Krone, also einfach mehr Teile vom Stamm sind an Krone vorhanden. Ansonsten hat sie eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Kiefer, auch vom Stamm her durchaus kieferähnlich. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wird sehr gern verwechselt. Der wesentliche Unterschied ist, unsere heimische Waldkiefer, das habe ich aber auch schon an verschiedenen Stellen erzählt, wenn man da den Stamm hochfährt, dann wird sie irgendwann orange oder rötlich. Bei der Lärche ist das nicht der Fall. Die bleibt lärchenfarbig. Ja, Herbstfärbung. Also wirklich hier gerade noch sehr schön zu sehen, auch wenn man da ein bisschen weiter reinguckt in den Wald hier, so ein bisschen zwischen den Bäumen durch. Ich zoome ein wenig. Ja, also sehr schön jetzt gerade. Die Herbstfärbung erfüllt zwei wesentliche Zwecke. Erstens dient sie dazu, dass der grüne Bestandteil der Blätter recycelt wird. Das heißt, sämtliches grünes Material wird rausgeholt, wird in den Zweig gezogen, durch den Zweig in den Stamm und dann den Stamm nach unten in die Wurzel und da dann eingespeichert für den Winter. Und im nächsten Frühjahr sind die Stoffe, die wichtigen, die man da rausgezogen hat, dann eben noch verfügbar. Deswegen ist es auch wichtig, dass ein Baum erst gelb wird oder braun oder was auch immer dem halt seine Herbstfärbung jeweils ist, bevor die Blätter wirklich abgeworfen werden. Denn sonst sind die ganzen Nährstoffe, die in den Blättern enthalten sind, die wichtig sind, recycelt zu werden, das ist also wirklich entscheidend, fehlen dann. Ja? Und dann kann es gerne passieren, dass wenn die grünen Blätter abgeworfen werden, was ja auch schon ein paar Mal bei diversen Buchen dieses Jahr leider passiert ist, dann kann das da gerne mal passieren, dass der Wiederaustrieb im nächsten Jahr schwierig bis unmöglich wird, weil eben die wichtigen Nährstoffe und vor allem auch die Spurenelemente, die im Waldboden sehr selten zu bekommen sind, fehlen. Allen voran das Magnesium. Magnesium ist ein zentraler Baustein vom Chlorophyll. Das ist ja der Farbstoff, der Blätter grün macht und der als Substanz, also als Chlorophyll, die Chloroplasten enthält. Und die Chloroplasten sind dann der Teil der Blätter, die Photosynthese machen. Nur ein bisschen mit Fachbegriffen, um mich zu schmeißen. Ja, bitte, Anmerkung von Frau. Ja. Einige Blätter werden ja gelb, ja. Andere rot und andere eher bräunlich, andere so ein bisschen orange. Ja. Könnte man im Labor prinzipiell so ein Blatt nehmen, das Chlorophyll da irgendwie raus extrahieren und dann wüsste man schon, was das Blatt dann im Herbst für eine Färbung kriegt? Okay, diese Frage wird rausgeschnitten. Wir gehen mal weiter. Nein, die Frage wird nicht rausgeschnitten. Aber ich glaube, da ist noch niemand auf die Idee gekommen, weil man nicht, das einfach nicht wissen. Weil man nicht auf die Idee kommen würde, wenn man doch bloß maximal ein Dreivierteljahr warten muss, bis man das freilandmäßig sowieso rausfindet, dann wäre es erstens Quatsch, dafür Geld auszugeben. Und zweitens haben wir ja im Wald grundsätzlich das Problem. Aber nein, schon eine gute, ist schon in Ordnung. Darfst du gerne fragen, Schatz. Ich werde schon viel Dümmeres gefragt. Also das passt schon. Aber natürlich nicht von irgendwelchen Zuschauern oder gar Exkursionsteilnehmern. Nein, egal. Jedenfalls. Nein, ist ja in Ordnung. Ist ja wirklich völlig in Ordnung. Man weiß ja vorher auch. Nee, also dumme Fragen sind hervorragend. Ganz oft sind da auch Sachen dabei. Da denken die Leute, die es fragen, dass es eine dumme Frage ist. Aber dabei ist es ein hochspannendes Thema, wo ich wirklich einfach noch nie drüber nachgedacht habe. Ja, man fragt halt einfach, weil man es nicht weiß. Ja, klar. Ja, nee, aber eine Sache, die man zum Wald generell vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, und wenn du es gerade ansprichst, Schatz, das Problem ist ja bei forstwissenschaftlicher Forschung generell, wenn man irgendwas über Bäume lernen möchte, ein Verhalten, eine Anpassung, die Bäume erst zeigen, wenn sie, sagen wir mal, 200, 300 Jahre alt sind. Wie kann man das rausfinden? Kann man das irgendwie im Labor untersuchen? Nee.
kann man eben nicht. Und deswegen braucht man tatsächlich, wenn man wissen will, was macht ein 200-300-jähriger Baum, wenn dann, und wie reagiert der auf was auch immer, dann braucht man erstmal einen 200-300-jährigen Baum. Und dann muss man noch eine Möglichkeit haben, wie man bei diesem Baum jetzt irgendwie labortechnisch irgendwas verändern kann an dessen Umwelt. Das heißt, forstwissenschaftliche Freilandlabore, und nur Freilandlabore sind halt relevant für alte Pflanzen, wenn man halt auch nicht wissen will, was macht der Setzling. Ja, der Setzling ist kein Problem. Den stellst du ins Gewächshaus, kannst im Gewächshaus kontrollieren, was du da für eine Luft drin hast, für eine Temperatur, für eine Feuchtigkeit und. Den Boden kannst du genau einstellen, exakt zusammensetzen, so wie du ihn haben willst. Da kannst du prima Laborversuche für Setzlinge machen. Aber Bäume entwickeln sich natürlich ihr Leben lang, und damit ist das, was für den Setzling gilt, noch längst nicht für den Altbestand irgendwie relevant, und da kann die Situation eine ganz andere sein. Und darum muss man sehr aufwendig, zum Beispiel hier jetzt so Alufolie, das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen, ich gucke mal, ob ich ein paar Bilder finde, Alufolie um den Stamm packen, darunter sind dann diverse Messfühler, die mit verschiedenen dünnen Drähtchen in den Stamm gesteckt sind, um da zum Beispiel durch elektrische Leitfähigkeit zu messen, wie viel Wasser da gerade fließt, und solche Späße, also Mikrosonden, die das Mikrowachstum des Stamms messen, das Pulsieren der Dicke des Stamms. Denn so ein Stamm, der wird ganz dicker, dünner, sogar im Tagesverlauf mehrfach ist da eine gewisse Varianz des Durchmessers feststellbar, allerdings halt irgendwo im Bereich von sehr wenig, ne? Also da braucht man extrem empfindliche Messgeräte, und solche Versuchsanordnungen, solche Waldlabore, die kosten natürlich dann auch entsprechend viel Zeit und entsprechend viel Geld und entsprechend viel Personaleinsatz. Und drum ist man da immer sehr vorsichtig, wenn man da anfängt, jetzt irgendwie waldlabormäßig irgendwas rumzuexperimentieren. Und gerade, wie gesagt, bei alten Bäumen ist das ein enormer Aufwand, und man kann einfach auch nicht alles messen. Man kann zum Beispiel nicht die Atmosphäre verändern, die um den Baum drumherum ist. Man versucht das dann mal bei Einzelblättern zu tun, dass man beispielsweise jetzt so einen Ast hier komplett in einer riesigen Plastiktüte einpackt, an die Plastiktüte einen Gasanschluss installiert, also so eine Art Gasschleuse, und kann dann diesen einen Ast mit einem speziellen Luftgemisch begasen, dass halt irgendwas Besonderes drin hat, um zu testen, ob dieser besondere Stoff, welche Auswirkungen der jetzt eigentlich auf den Baum, auf den ganzen Baum kann man nicht machen, da müsste man ja den ganzen Baum einpacken, das geht einfach nicht, aber zumindest auf diesen Ast hat, und ob das ein Unterschied ist im Vergleich zu den anderen Ästen. Also da gibt es schon spannende Untersuchungen, so funktioniert das dann in der Praxis. Jetzt gehen wir aber ein Stückchen weiter. Ja, hier haben wir ein wunderschönes Waldbild. Sieht aus wie Fichtenacker. Ja, aber der kundige Baumbestimmungsprofi wird natürlich sofort feststellen, dass es sich eben nicht um einen Fichtenacker, sondern um einen Douglasienacker handelt. Also Douglasie im Reinbestand. Leider noch ein ziemlich junger Bestand. Ja, das ist schade, weil man eigentlich auch schon länger als dieser Bestand hier steht, aber das dauert natürlich immer, bis die Erkenntnis überall dahin ankommt, wo sie hingehört, weiß, dass Douglasie im Reinbestand ähnlich doof ist wie Fichte im Reinbestand. Ja, nicht ganz so schlimm, aber auch blöd. Und Douglasie, so widerstandsfähig, die gegen alle möglichen Pathogene noch zumindest, und hoffen wir, dass es so bleibt, ist, ist es einfach eine doofe Idee, ein Nadelholz, gerade ein völlig standortfremdes Nadelholz, im Reinbestand hinzustellen, so einzelne Douglasien. Sowas hier, das ist gar kein Thema, die machen Sinn, die kann man auch gerade hier bei uns in Baden-Württemberg und gerade auch in der Region, wo ich hier gerade stehe, kann man die problemlos überall in einen Mischwald reinsetzen, als Mischbaumart, als ergänzende, wertsteigernde Baumart, wenn man so möchte, dass man damit wirklich massiv Kohle verdienen kann mit solchen Stämmen, aber Douglasien-Reinbestand in dieser Art und Weise, das ist fragwürdig. Jetzt gehe ich aber schwer davon aus, dass man das hier jetzt, wo gerade die Phase kommt, wo sie langsam ein bisschen aufgelichtet werden wird, diese Dickung, das ist jetzt noch, ja, das ist jetzt der Übergang von der Dickung zum Stangenholz. Im Stangenholz, ja, wenn sie dann halt so einzelne Stangen sind, die einzelnen Bäumchen, deswegen auch der Name Stangenholz, so im Alter,
30 ungefähr, ne, dann beginnt man eigentlich auch die Zukunftsbäume auszuwählen. Nehmen wir mal an, das hier sei jetzt ein Zukunftsbaum. Ne? Das wäre durchaus, den könnte man schon nehmen. Das würde gehen. Ja? Kann man auch irgendeinen anderen nehmen, aber der wäre zumindest ein möglicher Kandidat. Ja, dann wählt man den also aus, dann kriegt er meistens ein Bändchen. Manchmal werden sie auch markiert. Bändchen hat den Vorteil, dass das wieder abgeht. Die Markierung bleibt halt sehr lange dran. Sieht auf die Dauer ein bisschen unschön aus, wenn im Wald überall markierte Bäume stehen. Und dann hat man auch irgendwelche Guerilla-Leute, die dann der Meinung sind, sie müssen diesen Baum mit schützen, weil er eine Markierung hat. Das heißt, er soll gefällt werden. Das kann ja wohl nicht sein. Und dann gehen die einem auf den Keks. Deswegen Bändchen ist besser. Ja, jedenfalls wählt man dann eben einen Zukunftsbaum aus und würde dann jetzt hier, wenn man jetzt Zeit hätte, die Förster dürften relativ gut beschäftigt sein, oder der Förster, der hier zuständig ist, und lässt schneiden bzw. markiert pro Baum in diesem Alter 1 bis 2 Bedränger. Was ist ein Bedränger? Ein Bedränger ist ein Baum, der so nah neben dran steht und auch so vital ist, dass er diesen bei seinem Wachstum behindert. Gucken wir da zu diesem Zweck mal hoch. Das ist gar nicht so einfach. Ja, also der links daneben, der hier, der ist definitiv ein Bedränger von dem da. Und wenn das unser Zukunftsbaum sein soll, dann würden wir diesen Bedränger auf jeden Fall entnehmen. Und je nach Situation, ob jetzt noch ein zweiter Bedränger in unmittelbarer Nähe auch noch einer rumsteht, würde man den dann auch gleich noch mitnehmen bei der Gelegenheit und dann 1 bis 2, wie gesagt, 1 bis 2 Bedränger entnehmen. Im Fall von diesem Stamm, wenn das hier unser Z-Baum sein sollte, würde ich sagen, da reicht es, den da zu entnehmen. Einen zweiten unmittelbaren Bedränger sehe ich jetzt in diesem Fall nicht. Und so lichtet man den Wald dann ein wenig auf. Und was ich jetzt hier machen würde, wenn ich jetzt also für diesen Bestand spontan zuständig wäre, und ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Kollegen vorhaben. Was sie vorhaben, ist mit Sicherheit auch nicht falsch. Aber was ich machen würde, wäre dann nach Auflichten, nach Auswahl der Z-Bäume und nach recht großzügigem Freistellen der Z-Bäume, und nehmen wir mal an, ich hätte Geld und Personal zur Verfügung, es ist nochmal was anderes, würde ich hier schon anfangen, noch ein bisschen Buchenvoranbau zu betreiben. Also ja, schon einzelne Buchen drunter setzen oder ein paar Buchen, ein paar Tannen drunter setzen. Also gerade wenn das Geld keine Rolle spielt. Weil dann haben wir jetzt, wo wir wissen, dass Douglasien-Reinbestand doof, hätten wir das Reinbestandproblem dann relativ schnell gelöst, weil sowohl Buchen als auch Tannen unter der Douglasie wachsen können. Da ist es gerade egal, dass die da oben schon ein geschlossenes Kronendach bildet. Tanne und Buche kommt damit zurecht, wächst sehr langsam, bildet aber dann auf jeden Fall eine Biodiversität erhöhende Komponente, die diesen sehr unwertvollen Wald dann aus Ökosicht sehr viel wertvoller macht, und das verhindert in keinster Weise, dass wir Geld verdienen, weil wir haben die wertvollen Douglasien, die dann später zu so einem Stamm hier werden, ne, haben wir ja bereits ausgewählt, und die sind ja deswegen nicht weg. Wenn man dann feststellt, dass eine einzelne Buche oder eine Tanne schneller wächst als die Douglasie, dann wäre das sowieso eine forstliche Sensation, weil Douglasie die mit Abstand am schnellsten wachsende Baumart ist, die bei uns im Wald so rumsteht. Und damit gibt es auch das Risiko, dass die nachwachsenden Baumarten irgendwie die Douglasie schädigen könnten. Das Risiko existiert nicht. Die wächst denen davon, steht oben drüber, und dann machen die auch keine Konkurrenz. Höchstens ein bisschen Wurzelkonkurrenz, was das Wachstum der Douglasie ein kleines bisschen einschränken könnte. Wäre auch nicht schlimm, wenn sie langsamer wächst, bekommt sie eine gleichmäßigere und stabilere Jahrringverteilung. Das heißt, die Holzqualität würde darunter auf keinen Fall leiden. Im Gegenteil, da hätten wir also dann sehr, sehr hochwertiges Douglasienholz. Sonst habe ich gesagt, wer sich mit Holzbestimmungen auskennt, erkennt natürlich sofort, dass es sich um eine Douglasie handelt. Harzgallen hier am Stamm. Diese kleinen Bobbeles, wenn man die eindrückt, kommt Harz raus. Ich habe es jetzt hier auf dem Fingernagel kleben. Moment, ja, da könnt ihr das sehen. Und das sind Harzgallen in der Rinde. Wohlgemerkt, es gibt auch noch Harzgallen im Holz. Da kann man sich dann streiten. Oder die Dinger hier werden auch gerne Harzbläschen genannt. Oder ja, die genauen Begrifflichkeiten. Aber jedenfalls, wenn da diese Bobbeles am Holz sind und wenn man sie einbiegt, kommt Harz raus. Das sollte man übrigens nicht im großen Stil machen. Einmal so zum Testen, okay, aber muss man jetzt nicht überall anpieken. Und ja, daran erkennt man prima einen jungen Douglasienstamm. Und da, was ich jetzt in der Nase habe, ist auch dieser charakteristische Douglasienduft. Das merkt man auch sofort. Ja, das also zum Douglasienreinbestand. Blöde Idee. Aber zukunftsfähig, wenn man rechtzeitig reagiert.
So, das schöne Laub hier, was hier schon in ordentlicher Menge auf dem Boden liegt, viel hängt nicht mehr an den Bäumen. Das ist, ich zoome mal ran, vielleicht erkennt es jemand, hat ein bisschen was von Eiche, ne? Ist auch Eiche, aber Roteiche. Also Eichenblätter mit spitzen Lappen. Die Lappen sind keine Lappen, sondern es sind im Prinzip Spitzen. Und das ist der wesentliche Unterschied zu den heimischen Eichenarten. So für die Schnellbestimmung. Es gibt verschiedene Eichen, die spitze Lappen haben. Das muss nicht alles zwingend eine Roteiche sein. Da könnte auch noch eine Zerreiche, eine Sumpfeiche und verschiedene weitere Eichen eine Rolle spielen. Aber was wir hier haben, ist ein vermutlich nach Lothar Roteichenbestand. Also ganz ähnlich wie der Douglasienbestand. Der ist dieser Reinbestand da unten, das dürfte auch ein ungefähr nach Lothar angepflanzt, also vor 20 Jahren in etwa sein, vielleicht mit ein bisschen Verzögerung, vielleicht ist der jetzt 19, 18, irgend sowas um den Dreh, wobei die Bäume natürlich auch mit einem gewissen Alter gepflanzt werden, das heißt, die sind dann wahrscheinlich 22, sowas um den Dreh. Hier bei den Roteichen wäre das auch anzunehmen, dass wir uns ungefähr so in dieser Größenordnung bewegen, also auch etwa 20-jährige Stämme, wird wahrscheinlich ebenfalls eine Lotharanpflanzung sein, zumal wir da hinten auch das Nadelholz sehen können, das auch so etwa dieses Alter hat. Das heißt, diese Seite vom Hang, auf der wir hier gerade unterwegs sind, dürfte ziemlich kahl gewesen sein. Achso, für alle, die es nicht wissen, Lothar ist einer der Orkane, die mit historisch betrachtet den größten Schaden im Schwarzwald, im Nordschwarzwald angerichtet haben. Und der war am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999. Ja, gut, jedenfalls Roteiche, dazu wollte ich noch ein paar Takte verlieren. Nach oben hin, es sind auch ein paar Blätter dran, da kann man auch schön sehen, also jetzt nicht direkt hier, das ist was anderes, das aber da hinten, das ist Roteiche. Und ja, man kann auch noch schön erahnen, warum die denn bitte Roteiche heißt. Das werde ich häufiger gefragt, wenn gerade Sommer ist. Ja, die Herbstverfärbung. Mitunter haben sie eine wirklich sehr schöne rote Phase. Sie bleiben dann aber auch noch im runtergefallenen Zustand, auch wenn die sehr rote Phase längst vorbei ist, immer noch in einem hübschen Braun. Also ich finde sie auch am Boden liegend wirklich noch sehr dekorativ. Sehr schöne, also wirklich sehr schöne Farbgebung, ist eine der zentralen Baumarten des sogenannten Indian Summer aus den USA und da kommt sie auch entsprechend her und ist damit für die wirklich tollen Herbstbilder, die man da so machen kann, verantwortlich. Ja, was ist das Tolle an der Roteiche? Sie wird ja als einer der möglichen Zukunftsbäume gehandelt. Hier bei uns in Baden-Württemberg ist sie da sicher relativ weit vorne dabei. Wir haben auch schon recht große Roteichenbestände rumstehen, mehr als in den meisten Teilen der Bundesrepublik. Und daher haben wir auch ganz gute Daten, um aufgrund von Vorhandensein von vielen Roteichen mit ziemlicher Sicherheit sagen zu können, wie sie sich bisher so schlägt, was die Trockenheitsanpassung angeht. Denn trocken ist es 2018, 2019 bekanntlich sehr gewesen und jetzt 2020 nicht mehr ganz so sehr. Die meisten Baumarten haben eine gewisse Reduktion der Schäden im Sinne von die Steigerungsrate ist weniger steil und manche wenige Baumarten haben tatsächlich einen Rückgang der Schäden, also eine Entwicklung ins Positive, dass also wirklich massiv zurückgegangen sind, also dieses Jahr es besser aussieht als letztes Jahr. Ein kleines Beispiel, die heimischen Eichenarten, beide Stiel- und Traubeneiche zusammen, die haben sich verbessert um etwa 5%. Das ist sehr schön, da darf man sich drüber freuen. Das ist ein ganz ordentlicher Wert. Da hat also definitiv was stattgefunden, was einen ein wenig aufatmen lassen kann, dass der Wald ein bisschen hinsichtlich der Eichen, zumindest in Baden-Württemberg, Zahlen von anderen Bundesländern habe ich zum Teil noch nicht, also die allermeisten noch nicht. Und da hat zumindest eine gewisse Erholung des Waldes hinsichtlich der Eiche stattgefunden. 5% ist hinsichtlich der Zeiträume, mit denen wir im Wald arbeiten und in denen wir denken im Wald, durchaus schnell. Das ist wirklich ordentlich. Da kann man sich drüber freuen. Umso krasser, um jetzt wirklich mal dieses Wort zu verwenden, das passt hier nämlich gut, ist die Roteiche. Die war ohnehin nie besonders geschädigt, hat also eine gute Resistenz gegen die Dürre aufgewiesen und zu allem Überfluss hat sie sich jetzt um 15% wieder erholt auf gerade einmal weitere nur 15% durchschnittliche Kronenverlichtung. Das ist sehr, sehr wenig. Sie ist damit bei den Baumarten, die so viel vorhanden sind, dass man das überhaupt messen kann, auf Platz 1 der am wenigsten Geschädigten.
Also eine enorme Resistenz. Wenn sich diese Leistung hinsichtlich dem Überleben von Extremjahren jetzt weiter bestätigt, ja, und das woanders ähnlich aussieht mit der Roteiche, dann ist sie jetzt rein von diesen Zahlen her und jetzt rein aus diesem Jahr und nur auf Baden-Württemberg bezogen. Ja? Also es wäre fatal, jetzt anzunehmen, deshalb muss man überall Roteiche pflanzen. Das muss man schon mit Vorsicht betrachten. Aber wenn wir uns nur diese eine Zahl angucken, wäre sie unsere dürreresistenteste Baumart von allem, was so in nennenswerter Menge im Wald rumsteht. Und unsere, muss man jetzt auch wieder, ja, ne, also sie ist halt ein Fremdländer und sie ist jetzt da seit circa 180, 200 Jahren, wirklich viel angebaut. In den letzten paar Jahrzehnten hat man das etwas ausgebaut und es ist immer ein Thema, weil solche Fremdländer, die dann erst 200 Jahre da sind, von denen kann keiner genau sagen, was die eigentlich machen, wenn sie mal ein wirklich alter Baum sind. Denn alte Bäume gibt es kaum, nur weil die 200 Jahre lang bekannt ist hier, heißt es ja nicht, dass überall 200-jährige Exemplare rumstehen, wie wir hier vor uns gerade durchaus sehen, dass sie das nicht sind, ne? 200. Und das führt dazu, dass wir einfach nicht wissen, was macht die Baumart im Alter. Wird die im Alter ein Problem haben? Und was passiert, wenn sich die heimische Insektenfauna und Pilzfauna und andere Bereiche der Fauna, also der Tierlebe, also der Tiere letztendlich, die Fauna sind die Tiere, mehr an diese Art angepasst haben, ob sie dann spezifische Krankheitserreger bekommt, die einfach momentan noch nicht da sind, weil sie ja noch gar nicht so lange hier vorkommt und damit die Koevolution des Ökosystems um die Roteiche drumherum noch nicht allzu lange stattfindet. Das wird noch spannend werden. So, und dann haben wir hier noch einen schönen Stamm. Den einen oder anderen von euch wird jetzt auch sofort einfallen, was das hier eigentlich ist. Das ist eine Kirsche, kennt man schön an den, an diesen horizontal Korkleisten heißen die. Diese Dinger da. Also Korkleisten oder Lentizellen, da kann man sich in diesem Fall jetzt streiten. Es ist irgend so eine Mischung aus beiden. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Und da haben wir jetzt diese Kirsche rumstehen. Man hat die geastet, das seht ihr hier schön, dass da offensichtlich mal Äste gesessen haben, die man abgeschnitten hat. Man hat sie allerdings nicht sehr hoch geastet, weil hier oben hängen schon wieder welche dran. Das sollte man noch nachholen, wenn man möchte, dass die astfrei aufwächst. Normalerweise ist es so, bei Laubbäumen, hier zum Beispiel, die werfen ihre Äste von alleine nach und nach ab. Wenn die nicht mehr gebraucht werden, weil sie zu tief unten sitzen und da ohnehin so schattig ist, dass es sich gar nicht lohnt, da noch Blätter zu haben, dann werden die Äste samt Blättern oder erst die Blätter, dann die Äste, nach und nach abgeschmissen. Die werden also quasi einfach an der Erstansatzstelle abgeschnürt, wachsen zu und fallen dann runter. Können alle Laubbäume, mit Ausnahme der Kirschen und der Pappeln. Das sind die zwei, die das nicht können. Und deswegen, will man wertvolles Kirschenholz haben, muss man die Äste rechtzeitig abschneiden, damit das Holz, was außen zuwächst, nicht ein Astloch hat, weil wenn der Ast hier noch sitzen würde und der Baum wird breiter, dann bleibt der Ast im Holz und das Holz wächst um den Ast drumherum und der Ast ist später im Holz als Astloch zu erkennen und das sieht halt nicht so schön aus und man möchte lieber glattes Holz haben und daher schneidet man die Äste eben rechtzeitig ab. Kirsche ist auch eine sehr trockenheitsresistente Baumart, die sich in Kombination mit Roteiche sehr gut anbauen lässt. Sie haben ähnliches Lichtbedürfnis, sie haben ein ähnliches Wachstum, zumindest in der Jugend und damit harmonieren die sehr gut miteinander. Es ist ohnehin immer eine gute Idee, wenn man eine fremdländische Baumart hat, wie die Roteiche, die in Kombination mit irgendeiner sehr heimischen Baumart, wie die Vogelkirsche, entsprechend anzupflanzen, weil dann ist das Ökosystem zumindest die Hälfte der rumstehenden Bäume, wenn es jetzt eine 50-50-Mischung wäre, was es ja nicht ist, aber zumindest die Hälfte wäre es dann gewöhnt und wir haben einfach ein geringeres Risiko, dass das Einbringen von fremdländischen Baumarten zu irgendwelchen unerwünschten Nebenwirkungen führt. Ja, auch das war ja schon wieder ein langer Stopp. Jetzt gehen wir weiter. Ja, und dann haben wir noch gefunden hier die gefleckte Taubnessel. Gefleckt deswegen, weil auf der Unterlippe der Blüte gerne mal da so purpurne bzw. weiße Flecken auf purpurner Blüte oder umgekehrt, je nachdem wie man das sehen will, vorhanden sind. Das ist ein bisschen wie mit dem Zebra. Ist das jetzt nur ein schwarzes Tier mit weißen Streifen oder ein weißes Tier mit schwarzen Streifen? Die Blätter
Eiförmig, dreieckig, leicht rundlich, da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt auch so ein bisschen leicht herzförmige, sind etwas behaart, also fühlen sich weich an, wenn man sie anfasst. Und vor allen Dingen charakteristisch ist eben diese Blüte mit der gespaltenen Unterlippe. Das gibt es bei den Lippenblütlern häufiger, aber dazu noch die Flecken und in Kombination mit diesen Blättern ist das Ding jetzt nicht, ja, ich sage jetzt mal nicht 100% verwechslungssicher, aber meistens erkennt man sie dann doch ganz gut. Sie wird auch recht hoch bis 80 cm, selten mal nur in kleiner Wuchsform, so wie hier jetzt gerade vorhanden. Und dann nur circa 20 cm hoch. Ja, die gefleckte Taubnessel blüht normalerweise im Frühjahr und deswegen habe ich sie jetzt auch in dieses Video aufgenommen, weil es ist natürlich nicht Frühjahr und da sie trotzdem blüht, ist das etwas, das man in der Biologie als Mismatch bezeichnet. Also normalerweise ist es ja für insektenbestäubte Arten oder insektenverbreitete Arten, das ist beides in dem Fall so, wichtig, dass sie in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt blühen, wo die entsprechend Insekten auch unterwegs sind, um auch nach Nektar zu suchen, beziehungsweise die Früchte von der gefleckten Taubnessel, die werden dann von Ameisen verbreitet. Die haben so eine klebrige Hülle, die die Ameisen attraktiv finden. Dann nehmen sie die Früchte mit und schaffen es in ihren Bau. Oft schaffen es nicht alle Früchte in den Bau und damit bleibt unterwegs was liegen und so breitet sich dann das Ganze aus. Aber es ist natürlich Quatsch, jetzt Ende Herbst bzw. Anfang Winter, wenn es dann einen gibt, zu blühen, denn das führt selbstverständlich dazu, dass niemand kommt und bestäubt und dann auch niemand kommt und Früchte abholt, weil die kriegen alle hoffentlich richtig mit, dass Winter ist und gerade im Fall von Insekten, die können, wenn es kalt ist, ja gar nicht fliegen. Die brauchen eine gewisse Mindesttemperatur, weil sie wechselwarm sind und um eine gewisse Körpertemperatur zu haben, die einen Betrieb ermöglicht, muss es dann warm genug sein, damit das überhaupt geht. Okay, Bienchen können sich bis zu einem gewissen Grad noch warm zittern, okay, aber direkt im Winter rumfliegen tun sie trotzdem dann doch eher selten, ne? Also, das ist ein Mismatch, nennt man das dann. Wenn Blütezeitpunkt und Bestäubungszeitpunkt von denjenigen, die für die Bestäubung zuständig sind, völlig auseinanderliegen. Ja, warum blüht die jetzt schon wieder? Naja, es war ein sehr langer Sommer. Wir hatten quasi keinen Winter. Die hat jetzt ein paar kalte Tage offensichtlich schon als das war der Winter wahrgenommen und beginnt jetzt schon wieder zu blühen, weil sie denkt, es sei jetzt ja Frühjahr bzw. Sommer. Was aber auch sein könnte, also das ist die eine Interpretation, die andere Interpretation ist, dass der Sommer so lang gewesen ist, dass sie angefangen hat, davon auszugehen, dass das ein unglaublich langer Sommer wird und einfach schon eine zweite Blüte ausgebildet hat nach der ersten. Weil es hört ja nicht auf, Sommer zu sein. Es kommt ja scheinbar kein Winter. Das wird uns noch häufiger bei heimischen Pflanzen passieren, dass die eine zusätzliche Blüte anlegen, einfach weil der Sommer so lang geworden ist, dass sie es können und dann machen sie es auch. Das ist natürlich gefährlich, weil die zweite Blüte im Regelfall erfrieren wird, weil dann halt doch irgendwann ein Winter kommt oder zumindest halt eben die Bestäuber nicht zur Verfügung stehen. Damit ist es eine nutzlose Blüte und braucht unnötig Ressourcen. Also schon irgendwo auch ein Problem. Ja? So, das dazu. So, hier haben wir jetzt wieder Nadelholz, ist aber keine Monokultur, sieht im ersten Moment so aus, ist Tannen und Fichte gemischt. Also da sind sowohl Tannen drin als auch Fichten drin. Tanne gehört hier durchaus her. Ja, okay, nicht ganz. Der Eichelberg ist nicht wirklich besonders hoch. Ich glaube, der hat 400 irgendwas. 400 ein paar zerquetschte, also nicht viel. Oder knapp 400, irgendwie sowas. Also nicht wirklich, wirklich hoch. Es ist auch einer der äußersten Randberge vom Nordschwarzwald. Im Südschwarzwald sind die Randberge teilweise schon deutlich höher. Aber ja, wir sind halt nur im Nordschwarzwald, ne? Höher als 1100 und ein paar zerquetschte kommen wir hier ja nirgends. Gut, aber da wir hier ja so einen relativ dunklen, dichten Reinbestand haben, auch schön zu sehen, wenn wir da drüben reingucken, dann sehen wir ja, wir können nicht weit gucken, da ist noch null mit Feinerschließung gemacht worden und man fängt jetzt hier auch langsam an, in den Beständen überhaupt irgendwas zu tun, forstlich, bis zu dem Status, den sie jetzt gerade erreicht haben, gibt es den schönen Spruch, Dickung soll Dickung bleiben. Und solange man da kaum drin rumlaufen kann, braucht man es auch nicht tun. Das heißt, die wachsen bis zu diesem Stadium definitiv
von alleine. Je nachdem, wie alt die Literatur ist, in der man nachguckt zum Waldbau, ist noch von Erläuterung die Rede. Eine Läuterung wäre, wenn man eben junge Bäumchen hingestellt hat, dass man in dem Moment, wo man da noch drüber gucken kann, also wenn die so etwa 1,50 groß sind oder sowas, dann kraxelt man da noch drin rum und schneidet bei den ganz jungen Bäumchen hier und da schon mal einen raus. Eine sogenannte Negativauslese, dass man eben schaut, wer wird denn krumm und schief, wer hat denn einen ohnehin schon total krummen Stamm, wer hat denn eine ganz miserable Entwicklung bei den Ästen und wer wächst hier überhaupt nicht und so in dem Stil. Ne? Also die Negativen schon mal raus. Das macht man heutzutage nicht mehr, das kann man quasi nicht mehr bezahlen, aber früher war das so üblich. Es ist auch für naturnahen Waldbau durchaus vorteilhaft und einfach auch, ja, man kann es nicht bewältigen vom Personaleinsatz. Das ist das Hauptargument. Aber für naturnahen Waldbau ist es auch sehr vorteilhaft, dass man den Wald erstmal so weit wachsen lässt, wie man das hier jetzt eben sieht. Das macht man auch bei naturverjüngten Beständen so. Der hier ist ja jetzt auch wieder, da können wir uns jetzt schon mal streiten. Gehen wir mal ein paar Schritte. Komm, gehen wir mal ein paar Schritte. Nicht so faul sein. Frau ist ein paar Meter weiter gelaufen. Hier liegt auch das tote Holz rum. Ja, das sind so länger abgestorbene Sachen und beides. Ich glaube Ergänzungspflanzung. Also ich meine schon ein paar Pflanzreihen erkennen zu können, wenn ich mir Mühe gebe. Ganz naturverjüngt ist er nicht, aber ganz gepflanzt wird er auch nicht sein. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, hier kann man jetzt so langsam halt mal reingehen. Man kann jetzt auch halbwegs weit gucken. Man kann halbwegs einschätzen, welcher Baum ist gut, welcher Baum ist nicht gut. Okay, hier ist jetzt alles Fichte, also sie sind alle nicht gut. Und aber eben da drüben, was ich ursprünglich zeigen wollte, da stehen ein paar Weißtannen rum. Hier gerade auch schön an der Farbe zu erkennen, darum auch Weißtanne. Das Holz ist gerade, wenn die Sonne ein bisschen drauf scheint, wenn es ein bisschen Licht abbekommt, sehr schnell sehr weißlich. Und hebt sich doch zum Einheitsbrei der Fichten ganz gut ab. Muss atmen, Entschuldigung. Ja, jedenfalls diese jungen Bestände, gerade wenn es dann ein Sturmwurf gewesen ist und man den gesamten Hang wieder aufgeforstet hat, dann erkennt man auch keine Rückegasse mehr, weil die Rückegasse hat man mit aufgeforstet. Übrigens ein schönes Zeichen dafür, dass da es hier auch früher schon Rückegassen gegeben hat an diesem Hang, dass eine Rückegasse nicht zwingend alles Waldwachstum grundsätzlich verhindert. Es ist also schon möglich, dass auch auf einer Rückegasse Bäumchen wachsen. Und die hat mir jetzt erst vor kurzem, ist noch nicht lange her, überhaupt wieder frisch angelegt bzw. nochmal freigemacht, da die Feinerschließung in diesem Bestand nahezu nicht gegeben ist. Und Feinerschließung meint eben das Vorhandensein von Rückegassen. Groberschließung, es gibt eine Vorstraße, die da so halbwegs dran entlang führt. Feinerschließung, Rückegassen, auch vorhanden. Ne? Ja, und da die Rückegasse jetzt da ist, ist es auch kein Problem mehr, hier jetzt dann langsam mal einzelne Bäumchen bereits rauszuholen. Das macht man in einem ähnlichen Stil, wie ich es bei der Douglasienreihenbestand erzählt habe. Also Standardmethode, man sucht sich Z-Bäume raus, die man fördern möchte und schneidet ein bis zwei Bedränger pro Z-Baum weg. Und das macht man circa alle 10 bis 20 Jahre, irgendwie, je nachdem, wie man fragt. Im Schnitt gerne mal 15. Dass man also immer dann kommt, gibt es einen Bedränger? Das ist das Nächste. Ne? Wenn es keinen Bedränger gibt, musst du auch keinen wegschneiden. Aber wenn es einen gibt, dann schneidest du einen weg. Und da gibt es dann ganz schlaue Leute, die irgendwo am Schreibtisch hocken und anhand der Karte und dass sie hier mal mit dem Auto vorbeigefahren sind, entschließen, dass du so und so viel Festmeter, also Kubikmeter Holz aus so einem Wald rausholen sollst als Förster. Und dann hast du mitunter deine liebe Mühe, dieses Holz auch zusammenzukriegen. Einfach weil halt nicht immer ein geeigneter Bedränger da ist, der überhaupt rausschneidewürdig ist. Und manchmal hat man allerdings wiederum so viele Bedränger, dass man eigentlich viel mehr Holz rausholen müsste. Deswegen unter Förstern ist die Forsteinrichtung, also das, was sich irgendein Hochstudierter, also jemand wie ich, Schreibtischtäter, hat einfallen lassen, was da jetzt an Holz aus dem Wald zu holen sei. Das ist ganz oft so, dass das für den Praktiker vor Ort ein bisschen geraten wirkt. Ne?
Manchmal stimmt es auch sehr gut und ein grober Richtwert ist auch wichtig, einfach damit die Nachhaltigkeit gewahrt bleibt. Weil wenn einem niemand sagt, wie viel Holz darf ich denn insgesamt jetzt aus diesem Bestand holen, die oberste Prämisse ist ja, dass im gesamten Wald, jetzt nicht nur dieses kleine Stückchen hier, ja, sondern im gesamten Wald soll eben maximal so und so viel Holz rausgeschlagen werden, wie gleichzeitig nachwächst. Und damit ist das schon wichtig, dass man den Wert nicht völlig überhöht, den man gegeben bekommt für den einen oder anderen Bestand. Man kann mal ein bisschen mehr rausnehmen, dafür muss man dann bei einem anderen Bestand ein bisschen weniger rausnehmen. Und mit dem forstlichen, über den forstlichen Daumen gepeilt, klappt das schon ganz gut. Ja? Der forstliche Daumen, also ungefähr. Nur, ja, es ist schon wichtig, dass es diese grobe Rahmenplanung gibt. Auch wenn sie in der Praxis hin und wieder zu Unmut bei den Ausführenden führt. Zur Rückegasse noch ein paar Takte. Ne? Rückegassen sind das notwendige Übel der bezahlbaren Forstwirtschaft in Deutschland. Wenn wir in Deutschland Holz machen wollen, also unser eigenes Holz vor Ort nutzen und vor Ort verbrauchen, für sucht euch was aus, mit Fichte kann man ja so ziemlich alles machen, sofern es noch welche gibt und wir sie nicht gerade nach China verschifft haben oder sie gerade im Wald liegt und verrottet. Aber potenziell wäre das schon ein sehr wertvolles Holz. Und will man, dass die deutsche Forstwirtschaft, dass das heimische Holz als Produkt konkurrenzfähig ist zu angeblich legal eingeschlagenen Holz aus zum Beispiel Rumänien, ja, wichtig, angeblich legal eingeschlagen, das kann man da nämlich schon nicht mehr überprüfen. Schon in Rumänien klappt es nicht mehr. Sobald das Holz in Deutschland ankommt, ist es fragwürdig und schwierig nachzuweisen, dass das jetzt wirklich 100% aus legalen Quellen stammt und legale Quellen beinhalten auch in Rumänien eben eine nachhaltige Forstwirtschaft mit dem gleichen Prinzip, wie ich es gerade erzählt habe, nämlich es wird nur so viel rausgehauen pro Jahr, wie im gleichen Zeitraum, also pro Jahr, auch nachwächst. Also mengenmäßig. Du haust nicht so viele Bäume raus, wie im gleichen Jahr nachwachsen, weil das würde ja gar nicht gehen. Ein alter Baum wächst ja nicht in einem Jahr. Aber das Volumen von Holz, das wächst im gleichen Jahr nach. Halt nur in geringfügigem Maß pro Stamm. Aber alle Stämme zusammen liefern schon so viel Holz. Alle Stämme, junge Stämme zusammen, wie eben ein paar alte Stämme, die man dann irgendwo mal rausschneidet. Und ja, das ist eben das große Problem. Damit man Forstwirtschaft hierzulande mit unseren deutschen Löhnen und auch wirklich deutschen Forstwirten, die hier Sozialabgaben und Steuern und sonst was zahlen, wirklich machen kann, geht es nur mit Einsatz von modernen Maschinen, weil ein Forstwirt kostet 30 bis 40 Euro die Stunde. Ungelernter Holzknecht in Rumänien, der sich was dazu verdient, indem er Bäume umschneidet, der kostet, weiß ich nicht, 5 Euro, irgendwie sowas, 5 bis 10 Euro die Stunde. Und damit ist Holz aus Rumänien unglaublich günstig. Und wenn da die Transportkosten noch ein bisschen hoch sind, kann also unser deutsches Holz nur deswegen konkurrieren, weil hier die Transportkosten wenig sind. Weil wenn du es hier umschneidest und das nächste Sägewerk 20 Kilometer weit weg ist, das dürfte ungefähr hinkommen, dann sind wenigstens die Transportkosten gering, wenn schon die Holzerntekosten hoch sind. Ja, und da der Waldarbeiter, wie gesagt, 40 Euro die Stunde kostet, sind wir auf Maschinen angewiesen, um das Ganze konkurrenzfähig zu halten. Das gilt jetzt nicht nur für solche Nadelholzbestände, von denen es ja immer noch ein paar gibt, auch wenn sie gerade seltener werden, sondern das gilt generell für die gesamte Forstwirtschaft und alle Waldarbeit. Es ist... Ja, man kann so tun, als sei das der Faktor Geld völlig egal. Aber wenn wir halt Holz eben verwenden wollen, und das wollen wir doch bitte, und nicht ins Plastikhäuschen hocken und solche Späße. Also Kunststoff mag auch manchmal sinnvoll sein, aber für Häuser weniger. Ja, und dann muss es irgendwie eine Forstwirtschaft geben und am besten ist das heimische Holz. Und wenn man das bezahlen will, bleibt einem in letzter Instanz, und deswegen gucke ich hier die ganze Zeit auf die Rückegasse raus, nichts anderes übrig, als eine Rückegasse zu verwenden. Denn was ist die Alternative zur Rückegasse? Es gibt eine positive und eine negative Alternative. Die positive Alternative ist, wir zerren das Holz so aus dem Bestand. Das können wir nur dann machen, wenn der Bestand so licht ist, dass wir den Baum überhaupt zur Waldstraße gezerrt bekommen, mittels Stahlseil. Stellt euch einfach vor, hier steht ein Trecker und der hat eine Seilwinde und dann zieht man das Seil hier in den Bestand,
macht es da an irgendeinem Baum fest, den man vorher umgeschnitten hat, ne, und zieht den dann da raus und gut ist. Dann braucht man auch diese Rückgasse nicht. Aber das kann man halt nur dann machen, wenn der Bestand licht genug ist. In diesem Wirrwarr, da kriegt man keinen Baum bis zur Straße. Da verheddert sich das Seil irgendwo unterwegs und der Baum schrappt an jedem anderen noch stehenden Baum entlang und dann sind sie alle kaputt und dann kann man sie sowieso alle rausholen und dann hat man linienförmig einen Einschlag und das ist dann quasi auch schon wieder eine Rückgasse. Ne? Positives Beispiel anderer Art wäre, um noch eins zu nennen, eben das Pferd. Pferderücken, dazu hatte ich mein eigenes Video gemacht. Man kann auch da einen rumschneiden, dann geht das große Pferd hin, dann schnallt man den ans große Pferd und das große Pferd zieht ihn raus bis zur Rückgasse. Das ist etwas manövrierfähiger, weil es nicht auf ein Seil, das hier dranhängt, angewiesen ist, sondern innen drin um die Bäume rum manövrieren kann. Das dauert aber ewig und kostet damit einfach unglaublich viel Geld, weil ein Pferderücker ist auch teuer und das bringt das Holz nicht ein. Ja, wir müssten das Holz, damit es sich lohnt, mit Pferderücken zu arbeiten, großflächig, müsste das Holz einfach noch viel teurer verkauft werden. Und dann kommen wieder die Rumänen ins Spiel, die ihr Holz dann viel billiger anbieten können. Beispielsweise nur die Rumänen. Nichts gegen Rumänien, überhaupt nicht. Tolles Land, großartiges Land, ganz sympathische Leute. Aber in Sachen Forstwirtschaft und Holz, das in Deutschland verkauft wird, ist da ein Problem. Ja, und ja, also ihr habt es kapiert, ne? Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen die Holzerntekosten eben nun mal niedrig sein. Oder wir zahlen freiwillig für deutsches Holz das Doppelte. Das machen wir aber nicht. Ja? Das wäre vielleicht in einer besseren Welt so, aber die haben wir nicht. Also Rückgasse. Große Maschine fährt rüber. Große Maschine greift links und rechts rein. Das ist nicht schön. Das mag keiner, aber es ist die kostengünstigste Lösung bei gleichzeitig möglichst geringem Schaden. Denn nur eine einzelne Gasse im Wald ist immer noch 10-mal besser als die Negativlösung. Die habe ich noch gar nicht genannt. Und die besteht in dem, was man in den Tropen macht. Man fährt mit dem Bagger einfach zu jedem Baum, den man haben möchte. Schneidet den um, schmeißt ihn auf den Bagger, fährt ihn wieder raus. Am Ende hat man die gesamte Fläche befahren, hat überall Reifenspuren, hat überall tiefe Rillen im Boden. Die Rückgasse beschränkt es dann auch wirklich nur auf die Rückgasse. Es ist also immer noch die beste, noch halbwegs umsetzbare und bezahlbare Lösung, wie man in Deutschland moderne Forstwirtschaft betreiben kann. Dazu gibt es aktuell, wenn wir nicht den Holzpreis verdoppeln wollen und die Gesellschaft sagt, ich bin bereit, das zu bezahlen, für jedes Holzprodukt zahle ich gerne den doppelten Preis, also für das Ausgangsmaterial zumindest den doppelten Preis, dann kann man die abschaffen. Bis das der Fall ist, nicht. Ja, das ist einfach so. Da kann jeder, da kann wirklich jeder noch sowas zu behaupten, was angeblich sein sollte und dass es bei ihm im Wald auch mit Pferden funktioniert und so weiter. Ja klar, in einzelnen Wäldern geht es dann auch mal mit Pferden, aber für Gesamtdeutschland kann Pferd auf keinen Fall die Lösung sein. Allein schon wegen der Leistung der Pferde. Die gehen nämlich kaputt, wenn die dicke Stämme ziehen müssen. So richtig dicke. So ein Pferd mag super stark sein. Das sind wirklich kräftige Tiere. Aber ein dicker alter Buchenstamm, der wiegt halt auch ein paar Tonnen. Und zwar ein paar viele. Und da ist dann auch irgendwann mit einem 1-Tonnen-Pferd nicht mehr möglich, einen 5-Tonnen-Stamm aus dem Wald zu ziehen. Ja, lange halt. Frau ist inzwischen völlig verschwunden. Dann gehe ich jetzt immer hinterher. So, wir sind auf dem Gipfel angekommen. Dafür gibt es auch mal wieder mich im Bild. Mir hängt da was in der Hutkante. Das ist der Gipfel. Wie man sieht, gar nicht so spektakulär. So, was gibt es denn auf dem Gipfel? Gucken wir mal. Es gibt meine Frau, aber nur temporär. Es gibt einen Kraftort, irgendein Kunstwerk. Irgendwas mit dem Frieden und irgendwas zum Kraftschöpfen und irgendwer ist auf den K2 gestiegen und hat dann beschlossen, Kraftorte aufzustellen. Irgendwie sowas. Ja, Kunst. Keine Ahnung, bin ich raus. Wer es mag, kann es toll finden. Ja, dann haben wir Farn. Wir haben eine Vogelbeere. Wir haben eine vermutlich Tanne. Bin selbst ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich ist es eine. Dann haben wir hier noch eine Tanne. Ne? Da hinter mir. Also da. Und wir haben Holz, Wald und eine Premiumbank. Achtung, Premiumbank kommt sofort. Ich wechsle mal die Haltehand. Premiumbank, da ist sie. Inklusive, also das hier ist der Gipfel. Der Gipfel vom Eichelberg besteht aus einer Bank und es gibt sogar da hinten das berühmte Gipfelbuch, von dem habe ich schon viel gelesen. Angeguckt habe ich es mir noch nicht. Das werde ich jetzt mal tun. Moment, kommt mal nach vorne.
muss das Display noch etwas umklappen, damit ich auch was sehe. Wir sind gespannt. Tada! Und ist da was drin? Ja, tatsächlich. Oh, schön. Ja. Ja, ich hole mal Frau. Sie muss da helfen. Und dann gucken wir noch mal, was es im Gipfelbuch Interessantes gibt. Und dann gehen wir mal weiter. So, wir stapfen runter. Ehrlich gesagt, gar nicht so viel zu erzählen gerade. Also ich hätte schon ein bisschen was, aber es soll auch ein kleiner Nachmittagsspaziergang für uns sein. Deshalb mal gucken, ob ich noch was finde, was ich für so wichtig halte, dass man es erwähnen muss. Aber diese Seite vom Hang, also genau die andere, als wir hochgestapft sind, also vom Berg natürlich, ist doch sehr laubwaldlastig, viel Buche drin, vereinzelt mal Lärche als geldwerte Komponente. Ne, hier zum Beispiel macht man gerne, dass man einzelne Lärchen über der Buche hat. Seht ihr? Die Krone ist auch ein bisschen höher als die von den Buchen. Und das ist dann einfach noch die zusätzliche, ein bisschen mehr Geld aus dem Buchenwaldhol-Lösung. Ja, da hinten ist vor allen Dingen schön, schön, schön golden. Oh, wenn man da so ein bisschen reinzoomt. Ja gut, er stellt jetzt nicht unbedingt auf den Hintergrund scharf. Jetzt. Ja, schon schön. Ja, aber außer dass es schön ist, habe ich da gar nicht. Hoppla. So viel. Nee, immer noch falscher Knopf. Naja, jedenfalls, so viel habe ich da jetzt gar nicht so zu sagen. Außer, dass es halt ein schöner Laubwald ist, ne? Ja, mal gucken, wenn ich noch was Interessantes finde. Und ansonsten gibt es noch einen kurzen Tschüss-Clip dann später. Jo. So, hier haben wir noch was Interessantes. Da hat jemand ganz fies Draht in den Baum reingeschnitten. Ne? Also da muss man sich enorm angestrengt haben, um mit dem Draht in den Baum reinzureißen. Nee, Quatsch. Aber das sieht man ganz oft, wenn irgendwelche Drähte auch gerne eben an solchen Bäumen befestigt werden. Die werden da ja auch dran festgemacht. Ne? Also man macht da so eine kleine Klammer dran, damit der Draht dann an der Stelle bleibt. Auch häufig zu sehen sowas hier. Ne? Dass er dann also wirklich aus dem Stamm rauszuwachsen scheint, weil der gesamte Draht im Stamm drin ist. Da unten, ja. Ne, da kommen sie raus. Auf der anderen Seite schon nicht mehr. Also da sind sie wirklich vollständig in der Buche verschwunden. Ist das ganz, ganz schlimm für den Baum? Ist das ganz, ganz tödlich? Nö, erstaunlicherweise nicht. Das sollte eigentlich keinen spürbaren Einfluss auf die Vitalität dieser Buche haben. Und die sieht auch tatsächlich ganz gut aus. Klar, es ist Herbst, ne? Also Belaubungsansprache ist jetzt schwierig. Aber ja, da kann man schön sehen, wie eigentlich Baumwachstum funktioniert. Ne? Nehmen wir jetzt mal hier diesen neueren Draht, der da auch noch rumgeht. Den hat man hier entsprechend eben ursprünglich mal an die noch jüngere Buche, die noch deutlich dünner war, dran getackert und die Buche ist gewachsen. Ja. Und was macht jetzt die Buche, wenn außen dran halt leider so ein Draht hängt, auch mit einer gewissen Spannung? Dann muss das Holz halt oben und unten, kann man hier schön sehen, über den Draht drüber wachsen und wächst dann, nachdem es drüber gewachsen ist, irgendwann wieder zusammen. Weil das Holz wird nach außen immer dicker, immer dicker, immer dicker, es wächst immer außen eine neue Holzschicht dran, noch eine neue Holzschicht dran und noch eine dran und es wird dicker und dicker. Der Draht sitzt immer weiter drin und irgendwann sieht das dann, ja, der ist ja auch noch relativ neu. Ah, hier ist er relativ frisch dabei. Ne? Also hier ist er gerade erst drüber gewachsen und der eingewachsene Draht beginnt sich erst jetzt zu schließen. Ist natürlich immer ein Risiko, dass in dem Moment, wo der gerade offen ist, wobei wirklich offen ist auch nicht. Also der Draht wird komplett von Borke umschlossen und um den von Borke umschlossenen Draht wächst dann halt eben die weitere Borke drumherum. Und bevor der ins Holz einwächst, was er dann ja auch irgendwann tut, ist da also wirklich alles schön verschlossen durch die Borke. Also es kommt keine wirklich, wirklich offene Verletzung dabei zustande. Also zumindest im Idealfall, solange der Baum gesund ist. Auch hier. Da werden sie dann an der Stelle nochmal festgemacht haben. Und darum wächst er da natürlich ein bisschen flotter ein als woanders. Sieht jetzt im ersten Moment wie eine Verletzung aus, aber das Holz wird auch da abgeschottet gewesen sein. Ja, also das kann man recht häufig sehen. Manchmal gibt es sogar so Fälle, da hat man nicht so einen dünnen Draht am Baum, sondern ein großes Brett. Und dann wächst auch dieses große Brett langsam ein.
Also es ist im Grunde egal, wie riesig das Objekt ist, das man an den Baum hängt, wenn der seinen dicken Wachstum fortsetzt und dieses Ding nach außen nicht wachsen kann, was da dran festgemacht ist, also das dicken Wachstum nicht mitmacht, dann wird es früher oder später ins Holz einwachsen, sofern der Baum vital genug ist, diese Leistung entsprechend zu vollbringen. Das ist bei Drähten eben einfach und bei, es gibt da doch so einen berühmten Baum, wo eine Madonna oder war es ein Jesus, ich weiß es nicht mehr genau, da hatte man also so einen am Kreuz hängenden Jesus, glaube ich, am Baum festgemacht und der Baum wurde älter und älter und immer mehr ist der Jesus jetzt im Baum verschwunden und inzwischen guckt quasi nur noch das Gesicht raus, vom Kreuz sieht man schon nichts mehr. Der hat einen bestimmten Namen, kennt man das Ding. Aber ja, das Prinzip ist hier das Gleiche. Aber nochmal, solange das immer schön geschlossen bleibt und der Baum die Zeit hat und die Vitalität hat, dass das relativ gut einwächst, dann ist das nicht unbedingt was besonders schlimm ist. Das Holz ist natürlich dann zunächst mal zu gebrauchen. Das wird hier sehr alternativ aussehen, das Holz, wenn man den dann wirklich mal fällt und den Draht rausholt. Und beim Fällen sollte man natürlich darauf achten, dass man mit der Motorsäge nicht auf den Draht drauf sägt. Sonst kann das auch ein bisschen böse enden. Aber ja. Ach so, und markieren tut dieser Draht, wofür ist der da? Na, hier ist ein Steinbruch. Hoppsala, Entschuldigung. Also hier geht's entsprechend runter. Und ja, man sieht da drüben ja den Hang. Das soll einfach verhindern, dass hier jemand nichts ahnend durch den Wald rennt und dann doch blöd genug ist, um da runterzufallen. Hat's alles schon gegeben. So, jetzt haben wir den Deluxe-Grillplatz gefunden. Ja, wiegt was, hä? Der Teil hat Gewicht. Ja. Okay, wenn man zu schwer ist, mach ich ja. Einfach so. Ja, gut, schlimmstenfalls, ne? Gut, wenn es mit Karacho runterkracht, ist natürlich schon ein bisschen ungut, aber... Ja, das ist jedenfalls hier die Deluxe-Grillstelle. Ja, gut, aber so rein von der Fläche her kann man hier schon ein Feuerle machen. Finde ich auch ganz cool, hier ein Rost, da ein Rost. Cooles System. Gerade wenn man da Feuerchen drunter macht, kann man einen Topf schön draufstellen. Das passt, ne? Mhm. Und es gibt sogar noch Belüftungsöffnungen hier. Also gerade da Feuerle machen, dann zieht es da durch und da hat man dann, das kann man bestimmt gut kochen. Cool. Ja, da wollten wir jetzt noch hin. Das war so der Plan. Die beiden Grillstellen abchecken. Die Bänke sind ein bisschen alt, ne? Aber das ist ja auch nicht schlimm. Kommt man trotzdem noch mit zurecht. Wird man auch noch drauf sitzen können, ohne dass sie zusammenbrechen. Interessant ist übrigens bei solchen baulichen Anlagen dann im Wald, wo man dann ein bisschen einen Wall aufhäuft. Seht ihr das Gelbe da? Das Robinie. Also sobald man einen Wall aufhäuft und irgendwie wirklich Erdarbeiten im Walde macht und da hinten ist dieser Steinbruch, der da eben von dem den Draht markiert war, beziehungsweise abgesperrt. In so einer Landschaft, da kommt ganz schnell die Robinie und dann ist sie da. Und wenn sie da ist, dann bleibt sie. Ja, also das sind halt sehr trockene Standorte. Gerade diese aufgeschichteten Wälle, beziehungsweise diese weggegrabenen Geschichten und ja... Das ist ganz typisch, dass da dann die Robinie auftaucht. Gut, das Licht ist gar nicht mal mehr so viel. Ne? Hier kann man es erahnen, dass die Sonne schon so langsam am Schwinden ist. Das reicht noch bis zum Aussichtspunkt. Bis zum Aussichtspunkt, okay. Dann gehen wir jetzt zum Aussichtspunkt und dann filme ich da noch was und dann sage ich auch Tschüss. Ja, und hier haben wir jetzt noch was ganz anderes, nämlich ein Loch im Wald. Persönliches Hobby von mir, Löcher im Wald, immer spannend. Dafür gibt es diverse Ursachen. In diesem Fall entspricht das Loch bzw. dieser Krater, dieser Einbruch sieht fast so ein bisschen so aus, genau dem Durchmesser, den er haben sollte, wenn die hier wahrscheinlichste Ursache für so ein Loch stattgefunden hat. Und meistens ist es so, dass es dann nicht nur ein Loch ist, sondern eine Reihe von Löchern, als ob irgendjemand in ziemlich regelmäßigen Abständen da diese Löcher reingegraben hätte. Das ist nicht der Fall, insbesondere nicht bei so einer Reihe, sondern diese Reihe kommt zustande, weil da noch ein Jagdbomber noch ein paar Bomben übrig hatte und die stammen aus dem Zweiten Weltkrieg. Also die Bomben, die Löcher auch. Und in diesem Fall sind das Überreste der Bebombung von Gaggenau. Warum liegen die Bomben dann irgendwo im Wald, beziehungsweise warum hat man die in den Wald geschmissen? Naja, wenn halt eben beim Anflug auf das Ziel irgendwie noch Bomben übrig waren, man nicht alle Bomben sind,
sinnvoll losgeworden ist, man aber schnell wieder aufbrechen wollte, weil im Zielgebiet rumfliegen halt nicht ganz ungefährlich ist. Da gab es gar keine Flak, davon mal abgesehen, als die da gar genau bebombt haben. Aber es hätte ja sein können, wahrscheinlich war der ein oder andere Pilot ein bisschen nervös und ist daher recht frühzeitig wieder abgehauen, damit ihm auch der Sprit reicht und beim Landen nicht das Risiko besteht mit Bomben am Flügel oder wo auch immer die gehangen haben, ich kenne mich da technisch nicht besonders aus, jedenfalls mit Bomben am Flieger landen zu wollen, hat man die vorher lieber abgeworfen, irgendwo, wo sie halt keinen großen Schaden anrichten, beziehungsweise man ist sie schnell in der Nähe des Ziels losgeworden und in diesem Fall hat ihr einer, der offensichtlich noch ein paar Bomben hatte, mindestens drei, welche fallen gelassen, auf dem Rückflug eben entsprechend das Tal raus. Und genau das ist eben auch der Ort, wo wir jetzt diese Bombenlöcher finden. Schön das Tal raus, genau auf der Rückflugroute. Da können wir überall Bombenlöcher finden, leider. Das sind einige der prominenteren hier. Die haben immer diesen Durchmesser, immer diese Tiefe. Das ist sehr charakteristisch. Das kann mal ein bisschen variieren, je nachdem, mit was für einem Boden man es zu tun hat, je nachdem, mit was für einem Gestein darunter ist. Aber meistens sehen die ziemlich genau so aus und sind jetzt auch im Rahmen dessen, dass natürlich Material reingefallen ist, seit das Loch entstanden ist, nicht mehr ganz so tief, wie sie es mal gewesen sind. Die Geschichte dazu, ich kann euch nicht mehr genau sagen, wann die Bombardierung von Gaggenau stattgefunden hat, aber gegen Ende des Krieges und die interessante, aber ein bisschen makabere Geschichte dazu ist halt die, dass eines Tages die Kinder von Gaggenau nach Hause gekommen sind mit Flugblättern, die Flieger über Gaggenau abgeworfen hatten und auf diesen Flugblättern stand drauf, also das weiß ich von Augenzeugenberichten, also von den Kindern, die die Flugblätter damals gefunden haben, die heutzutage selbstverständlich keine Kinder mehr sind, aber die haben erzählt, auf diesen Blättern stand eben drauf, wir haben Gaggenau nicht vergessen, wir kommen morgen zum Mittagessen, gezeichnet die Engländer oder irgendwie sowas, genau ein Wortlaut, das war wohl wirklich so gereimt, also fast schon ein bisschen morbide, andererseits muss man ja der Fairness halber sagen, diese Warnung ist ja gut gemeint gewesen, dass man darauf hinweist, dass man im Prinzip das Daimlerwerk zerstören möchte und sagen, es nicht unbedingt um zivile Opfer geht, weil sonst hätten sie diese Flugblätter ja nicht abwerfen müssen. Ja, und leider kamen sie dann tatsächlich pünktlich zum Mittagessen am nächsten Tag und haben Gaggenau in Schutt und Asche verwandelt. Und ein Resultat eben sind diese Bombenkrater, die man im Wald noch finden kann. In der Stadt selber findet man keine mehr, die haben natürlich inzwischen alle beseitigt, aufgefüllt, alles wieder aufgebaut und so weiter. Ja. Also auch das ein wichtiges historisches Zeugnis, das im Wald übrig geblieben ist. Ja, alle Phasen unserer Zivilisation hier in Mitteleuropa haben im Wald irgendwelche Spuren hinterlassen, auch der Zweite Weltkrieg. So, und vor der schönen Aussicht, jetzt sieht man halt mich nicht, ne? Ja, dann gucken wir halt größtenteils die Aussicht an, wollte ich dann Tschüss sagen. Das ist hier der Blick Richtung Oberweiher, also das Dörfchen ist relativ nah, es ist Oberweiher. Und weiter hinten sieht man dann, was sieht man da? Steht das auf dem Schild, Schatz? Nein, aber Moment mal. Ich bin gerade auch ein bisschen, das ist eine Richtung, in die... Das müsste Fischweiher sein in der Bildmitte. Ach so, logisch, ja. Klar, der Rest von Gruber und Weber, natürlich. Und dann hinten links dann hinten Rastatt und... Und was man auch toll sehen kann, wartet mal, jetzt müssen wir doch mal hier. Wir sehen, ja viel Zoom habe ich nicht, aber man kann trotzdem erkennen, ne, hier die Hügelkuppe, der Hügelkamm, das sind die Vogesen. Ja, die gehen runter und hier ist dann ein Loch, da sind keine Berge. Und da drüben kommen sie wieder, das ist der Pfälzerwald. Hoppla, nicht den Finger scharf stellen. So, danke. Das da hinten ist also der Pfälzerwald, ja. Und zwischen Pfälzerwald und Vogesen, da kommt das Wetter durch. Und das ist der Grund, weshalb wir im Nordschwarzwald mitunter so enorm hohe Niederschläge haben, weil hier ungehindert die Wolken vom Atlantik über Frankreich bis zu uns durchkommen können, ohne gegen irgendwelche Berge zu stoßen. Also weder gegen die Vogesen noch gegen den Pfälzerwald. Und dann ziehen sie weiter hier über die Ebene vor uns und gerne noch ein bisschen das Rheintal entlang und knallen dann an die höchsten Berge des Schwarzwalds, weshalb wir da eben tatsächlich den höchsten innerdeutschen Niederschlag haben, den es gibt, abseits der Alpen und abseits der Küste.
ganz was Besonderes und das kommt eben, das kann man so, so schön kann man das sehr selten sehen, das kommt eben durch dieses Tor quasi zustande, durch das das Wetter reinkommen kann. Hier auch gerade schön zu sehen, eine Wolke, die gerade im Anmarsch ist. Ja, toll, toll, also so schön, jetzt tut mir leid mit der Wackelkamera, das wird jetzt langsam schwierig jetzt. So schön habe ich das auch noch selten gesehen. Also man sieht die schon häufiger von verschiedenen Punkten hier in der Umgebung, die Pforte, aber so schön doch selten. Ja, und das ist tatsächlich eine tolle Gelegenheit, um Tschüss zu sagen. Schatz, heb mal kurz. Ja, es wird ein bisschen besser. Jetzt erkennt man dich knapp. Okay, gut. So, ja, und dann bei dieser Gelegenheit von meiner Seite aus. Tschüss, das wäre es gewesen. Wirklich schön hier. Auch jetzt gerade also diese Seite vom Berg, wo wir jetzt rumlaufen, seit wir runterlaufen. Wirklich wunderschön auch zum Laufen. Der Hinweg, da war nichts Besonderes. Das war halt Standard, ne? Aber hier schon richtig, richtig hübsch. Lohnt sich. So, Licht ist gleich weg. Demzufolge gucken wir, dass wir auch aus dem Wald rauskommen. Haben ja viel erlebt heute. Lecker gegessen. Und Dankeschön fürs Mitkommen. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.